Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Heute erkläre ich euch, wie ihr einen Hund erstellen könnt bei Sims 2 Haustiere. Falls ihr das letzte Tutorial nicht gesehen habt und es euch gerne anschauen möchtet, verlinke ich euch das Video einfach oben in der Infobox. Könnt ihr einfach auf den Link klicken und dann seid ihr auf dem Video. Oder ihr guckt einfach unter der Playlist Tutorials und dann könnt ihr einfach auf das Tutorial gehen, wo ich einen Sims erstellt habe. Und ja, heute machen wir dann hier mit dem Haustier weiter und ich habe mich dafür entschieden, dass wir einen Hund erstellen. Wir können auch eine Katze erstellen, aber ich glaube, wir erstellen mal einen Hund. Und ja, dann müssen wir dem Tier erstmal wieder einen Namen geben. Und zwar müssen wir gucken. Ja, es ist männlich. Ja, ich glaube, ich lasse ihn auch männlich. Er heißt männlicher Hund. Wir nennen ihn einfach Ringo. Mir fällt gerade kein besserer Name ein. Dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr einen Erwachsenen Hund haben wollt oder ein Oldie. Ich glaube, ein Oldie ist auf jeden Fall noch ein bisschen älter. Wir nehmen einfach einen Erwachsenen Hund und hier kann man zwischen klein und groß variieren und das dann eben auch in Bezug auf der Rasse. Das heißt, hier im nächsten Schritt kann man dann die Rasse wählen und das ist halt auch unterteilt in große und kleine. Das heißt, wenn wir jetzt einen kleinen Hund auswählen, können wir auch automatisch nur die Rassen nehmen, wo die Hunde halt kleiner sind. Das heißt, ich entscheide mich jetzt einfach für den großen Hund. Dann können wir hier, sind dann eigentlich alle großen Hunderassen so aufgelistet. Und hier können wir uns auch selber einen Hund erstellen. Aber das machen wir jetzt nicht. Also ihr könnt das natürlich machen, dann wählt ihr hier die Hunde aus. Könnt ihr dann hier im nächsten Schritten bearbeiten. Ja, aber wir wählen jetzt hiervon einfach einen aus. Hier gibt es ja ganz viele noch, wo man immer auch weiter klickt. Und dann irgendwie so ein Labrador oder so. Oder ein Australian Shepherd. Oder ein Boxer. Oder ein braunen Labrador. Ja, ich muss auch mal kurz alle durchgucken. Ich glaube, ich nehme einfach jetzt den goldenen Retriever. Ich nehme jetzt einfach den Golden Retriever. Und hier kann man dann einmal die Fellfarbe und die Zeichnung einstellen. Das heißt, hier ist jetzt die Farbe. Hier ist ja dann so. Gibt's ja auch noch ganz viel Erweiterung. Aber ich lasse es jetzt dabei. Ich wollte es mal zeigen. So, hier, das ist dann die, alles was in der Tat, das könnte ich ja aber, glaube ich, ja, das könnte ich ja auch noch mal umändern. Das ist halt jetzt so, wie der Hund jetzt im Moment ist. Und hier unten könnt ihr das Fell einstellen, ja, glattes Fell, langes Fell ist das hier, glaube ich, nein, das ist zottelliges Fell, langes Fell hat und
wenn ihr die Maustaste einfach wieder drauf stehen lässt, dann seht ihr das ja. Dann gehen wir zum nächsten Schritt und hier kann man alles Körper und Gesicht ändern, die Fellaccessoires und Fellgestalt. Hier könnt ihr das wieder bei den Sims, so den Körper, den Kopf, die Augen, die Schnauze, die Ohren, könnt ihr halt alles nochmal individuell einstellen. Das heißt, jetzt hier bei dem Körper bin ich eigentlich zufrieden. Gucken wir hier. Also ich würde den ganzen Hund gerne nochmal ein bisschen groß machen, oder kann man das doch hier machen? Okay, nein, das lassen wir einfach so. Dann muss ich einfach nur den ganzen Hut hier größer bekommen. Und ich glaube, das geht nicht. Okay, eigentlich bin ich mit dem Hut so auch schon zufrieden. Die kann man dann die Tiere auch einstellen, was ich hier dran so cool finde. Ihr könnt hier auswählen. Entweder hier sind ja zwei gleiche Augen. Hier, man kann halt unterschiedliche Augen schon einstellen. Das heißt, das linke Auge ist jetzt anders. Die Farbe nur fürs rechte auswählen. Aber wir machen beide auch gleich, glaube ich. Und nehmen einfach grüne Augen oder so. Nein, wir nehmen, glaube ich, einfach braune Augen. So. Dann die lasse ich, glaube ich, einfach so. Dafür so sinnvoll, falls der Hund mal weglaufen sollte. Das heißt, ihr müsst euch auch immer gut um euren Hund kümmern. Sonst läuft der halt weg. Ich wollte einfach so neutral lösen. Ach ja, komm, ich nehme jetzt einfach mal neutral schwarzes. Hier kann man natürlich dann auch wieder die Persönlichkeit einstellen. Der Hund dann schlau oder dumm sein soll. Er soll schlau sein. Dann seht ihr halt auch wieder das, was da steht und was es bedeutet. Und ich glaube, da machen wir mal so die Mitte, weil ich möchte nicht, dass er hier zu aktiv ist. Er soll auf jeden Fall schon zu traurig sein. Nein, er soll auch nicht so lustig sein, nicht aggressiv. Und ja, nee, penibel sollte er auch nicht sein, weil wir uns ja am Anfang noch nicht so viel leisten können. Und ja, diesmal mache ich es auch echt alles unentschieden. So, und dann wären wir theoretisch eigentlich mit dem Hund auch schon fertig. Das heißt, ich konnte jetzt hier zwar an dem Hund nicht mehr so viel umstellen, aber das könnt ihr ja hier, gerade im vierten Schritt, könnt ihr das ja hier am Rand alles so für euch selbst einstellen. Wie bei dem Sims halt vorher, ist es eigentlich genau das gleiche. Und ja, dann natürlich wieder hier unten auf das Tier annehmen. Hier unsere Familie. Und ja, das war's dann auch schon von dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte vielen von euch weiterhelfen. Und wie es dann mit der Familie weitergeht, seht ihr dann in meinem nächsten Let's Play. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin,
Ciao.